Max, na, so wortkarg? Nein, ich denke nur drüber nach, wie dieses scheiß Schiff hierher gekommen ist. So ganz ohne Wasser. Ich dachte nur, es könnte ja sein wie bei den alten Ägyptern mit ihrem Kanalsystem. Wenn sie, wie in der Bibel, es gibt 7 Jahre Dürre und sie hatten sich drauf vorbereitet. Wegen Josef und seinem bunten Mantel und so. Und er sagte, 7 Jahre, bereitet euch vor. Also bauten sie ein paar Kanäle und lagerten alles Mögliche. Ich frag mich nur, ob es hier auch so war. Könnte sein. Vielleicht kam ja auch jemand mit einem bunten Mantel zu diesen Typen hier. Ich sag ja nur, es könnte auch hier einen magischen Mann gegeben haben. Alles Mögliche kann passieren. Ein Erdbeben kann einen Fluss umleiten, der wiederum einen anderen Fluss umleitet. Und plötzlich ist das, was mal der Meeresboden war oder ein Flussbett, ein paar Jahrzehnte lang furztrocken. Und dann zack. Mein Mund ist trockener als Gandhis Flipflops. Was hättest du gern? Ein Smoothie mit richtig viel Fruchtfleisch. Ja. Süß, eiskalt und frisch. Ich könnte jetzt auf meiner Ruhestandsparty sein. Gibt's da dann auch Kuchen? Ich würde Torte bevorzugen. So eine richtige Sahnetorte mit ewig viel Schokolade. Und mit Streuseln und natürlich Unmengen Sahne. Hey, Klugscheißer. Wer hat dich eigentlich gefragt? Ich mag Torte. Hey, ich schwör's euch. Ich hob meinen Rucksack hoch und darunter saß ein riesiger Skorpion und gleich daneben hockte eine gigantische Tarantel. Weißt du, Sarge, die tun dir nichts. Die haben nämlich mehr Angst vor dir als du vor uns. Moment. Die haben mehr Angst vor uns, als du vor ihnen haben solltest. Naja, da gab's mal so eine Geschichte, als ich 29 war. Da war ein Marine dabei. Der sah eine Schlange unter dem Kaktus. Und er wollte sie mit bloßen Händen fangen. Als er sie packen konnte, er musste ja wegen dem Kaktus vorsichtig sein, hatte sie ihn weiß Gott wie oft gebissen. Dann grillten wir sie. Dein Freund war aber schon tot, nein, oder nicht? Er war nicht tot, nur verrückt. Er war davor schon verrückt und danach erst recht. Ich dachte, ihr habt deinen Freund gegessen, nein, weil er doch tot war. Nein, das Biest. Biest? Aha. Ich wusste ja nicht, ob du deinen Freund mochtest. Nee, das war ein Spinner. Als du sagtest, wir haben es gegessen, hätte es ja auch dein Freund sein können. Ich hab mal gesehen, wie er aus dem zweiten Stock sprang und einen Purzelbaum machte. Die Schlange? Nein, der dämliche Typ. Ich hab noch nie Schlange gegessen. Wonach schmeckt das? Es schmeckte nicht. Nach Hühnchen? Beim Probieren schmeckt es nach gar nichts. Ich meine, immer wenn man erzählt, dass man was gegessen hat, fragen die Leute, wonach schmeckt's? Und dann heißt es Hühnchen. Ich habe mal einen Arsch von einem Stinktier gegessen. Wie schmeckte der? Oh, schmeckte nach Hühnchen. Und Alligator, wonach schmeckt das? Hühnchen. Draufgeschissen. Du hast ja recht. Das Einzige, was nach Hühnchen schmeckt, ist Kaninchen. Und Hühnchen? Ja, Hühnchen schmeckt nach Hühnchen. Ich schmecke es nicht heraus, ob ich Truthahn oder Hühnchen esse. Was? Truthahn schmeckt doch ganz anders. Viel intensiver. Viel intensiver. Wo ich aufwuchs, war nicht viel Fleisch im Fleisch, wenn ihr versteht, was ich meine. Sie haben da früher all diese Substitute reingemacht, was man auch Kindern in der Schule gab oder als Pausenbrot. Oh Mann, richtig üble Sachen. Üble Sachen. Hört ihr das? Furzt du jetzt? Nein. Die Wüste ist echt gruselig. Ist sie nicht, Sarge. Nicht für einen Texaner, nur für einen Typen aus der Stadt.